Hallo und herzlich willkommen zu Skyrama. Leider ist der erste Teil von der Folge leider verschwunden, beziehungsweise lässt sich nicht öffnen. Darum die Folge leider etwas kürzer und heute auch eine Premiere, auch wieder mit dem Quaffdelker wie in der letzten Folge und mit dem Marvin Muff, den ihr auch gleich hören wird. Bitte denkt nichts dabei, was sie sagen, aber habt viel Spaß. Doch egal. Wir zählen die Zeit nach Und unten da bis bin zur ich schon Ampel. wieder da. Oh, hi. Unfair, warum müsst ihr mich haten? Außerdem kann ich alles hören, wenn was dir noch in der Kompi sagt. Ja gut, er will mich haten. 100, wie viele Abonnenten hast du? 78. 178 Leute haten mich jetzt. Ach Ich komm bezweifle schon. es. Na gut, dann liked ihn halt. Ui. Wir zählen die Zeit nach unten. In wenigen 10 Sekunden kommen deine Turbos an. Und jetzt? Was ist das Lobby Flieger hier auf dem Radar durch. bekommen? Ich frage mich gerade, ob jetzt gerade mein Internet abspackt oder ob das jetzt Skype ist. Ich hoffe mal, dass es. Und ja, ich habe einen Hirnschaden. Okay, das Skype. Oh ja, Skype spackt bei mir auch gerade. Bei mir geht's flüssig. Ja, jetzt geht's auch wieder. Teil und Teil. Aua. So, dann, ich würde sagen, mit deinem Privataccount kann man sich auch mal anfreunden, indem man eine Rama XS Turbo hinschickt und die Regenbogen gleich dazu. Es ist doch sein Privataccount. Jetzt hast du ihn allen Leuten verraten und das heißt, die können jetzt eine Freundschaftsanfrage an ihn schicken. Das heißt, er ist nicht mehr privat. Das heißt aber nicht, dass ich sie annehmen muss. Ach Auf so, der YouTube-Kanal muss er sie annehmen. ja. Du da, So Marv, ich mal privat ist kurz in er auch deinen wieder. Flughafen und schau ein paar So Passagiere. privat ist er auch wieder nicht. Den habe ich doch schon längst im Let's Play gezeigt. Das sag ich doch. Das ist einfach nur mein zweiter Körper. Den ich Dann schon. besuche ich jetzt mal deinen anderen Account. Schicke ich einfach noch ein paar Feger los. Muss ja nicht so leer sein. Na, was haben wir hier noch? Ist das ein Gackhaufen? Ein Gackhaufen. Der Muff ist heute mal wieder in Regenstimmung. Naja, heute ist ja auch mehr oder weniger mieses Wetter. Hey, wo weißt du das? Ich habe ein Fenster. Also bei mir ist es nur leicht bewölkt. Noch. Ja, also bei mir ist jetzt auch bloß bewölkt, aber vorhin hat es ja auch geregnet. In der Schule hat es geregnet. Nieselt, sag ich dir mal. Auf, macht euch auf. Das stört euch die Kaffee. Bei so einem Wetter macht auch das ganze Zeug keinen Spaß. Man sieht's an Marvin Muff, er hat eine komische Laune. Ja, meine Laune ist im Eimer. Also, Skyrama macht mir eigentlich immer Spaß. Egal Ja, welches genau, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Es ist manchmal schon komisch.
Die Menschen sagen, ich will das nicht mehr, aber nicht mit 5 Wochen Abstand. Also ich will mich jetzt nicht ausschließen, nicht falsch verstehen. Sondern dann gleich 3 Tage später sagen sie, ich will's wieder, komm her damit. Ich hatte ja auch bei Skyrim eine längere Pause gemacht. Ich spiele es eigentlich zu circa zwischen 4 bis 5 Jahren schon beim anderen Account. Und ich hatte zu circa grob geschätzt ein halbes Jahr Pause gemacht dazwischen, bei dem ich erst wieder angefangen habe. Ach du meine Güte. Was? Dass ich so lange schon spiele, oder? Ja. Ach, Leute, die Aufnahme geht schon 15 Minuten. Ich werde noch nicht beenden, mein Lieben, aber ich mache trotzdem mal einen kleinen Cut. Nur aus Angst vor dem Verlust der Tonspur. Bei mir geht's doch ein bisschen weiter. Ich weiß zwar gerade nicht, wie lang die Aufnahme schon geht. Ich schätze aber auch schon so circa 15 Minuten. Oder ein Stück weniger. Okay, mein Lieben, ich bin wieder da. Nach diesem kurzen Cut kann ich mich versichern, dass die Tonspur in Sicherheit ist. Guten Tag. Ich bin ganz kurz, na sagen wir, ein paar Minütchen, 10 Minütchen oder so, bin ich mal kurz, sagen wir, warte. Warum laber ich die ganze Zeit, sagen wir. Gut, ich bin kurz weg. Ciao. 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 Ich bezweifle, dass er noch in diesem Part zurückkommt, weil ich muss jetzt langsam auch schon beenden. Aber auch langsam. Ich habe doch ein bisschen Zeit. Ich mach doch eh grad nichts. Ich werd so eine Art 2 Folgen in einem Special machen. 2 Folgen in einer. Ich tue jetzt noch ein paar von diesen Big Charter landen. Hoffe, dass die nicht auf meinem Flughafen abstürzen. Bevor ich hier jetzt gar nichts mehr mache, weil fast alle meine Flugzeuge unterwegs sind. Oh ja, eigentlich ist diese, wie heißt die? Rama XS Turbo? Nein, oder doch? Dieses kleine Flugzeug. Momentchen, ich schau mal kurz nach. Wo haben wir es denn? XX Super Express zum Beispiel? Ja genau, XS Super Turbo. Super Express meinst du? Echt jetzt bei mir? Warte, da... Den Super Turbo, das ist der, die Super Version von den XS Turbo. Ja, dann meine ich... Jedenfalls meine ich das, was direkt so heißt, Drama XS Super Turbo. Das kostet glaube ich 15... Aircash. Ja, ja, richtig. Und ich wollte in dieser Folge mal aktive Zuschauer fragen, sollte ich mir diesen kaufen? Er bringt ja schon was, haben wir alle gesehen. Aber ihr Zuschauer sollt mal in den Kommentaren etwas entscheiden, ob ich mir den kaufen sollte für 15 von 31 Aircash oder ob ich es gut sein lassen sollte und was anderes, besseres also kaufen sollte. Um ehrlich zu sein, ich habe den selbst auch noch nicht. Ich habe nur den Super Express und nicht den Super Turbo. Den werde ich mir auch bald holen. Ich habe ja schon 10 Da bin ich auch wieder. Ich mag das irgendwie nicht. Und schon wieder ein Flugzeug, weil ich nicht abfertigen konnte. Naja. Nein! Naja, mein Lieben, wir spielen hier eben einfach Skyrama, wie man es einfach tut, wie man es tut. Und entweder es gefällt euch oder es gefällt euch nicht. Und was ist, Adobe Reader. Nee, Adobe Flash Player. Adobe Reader ist für PDF-Dateien. Manchmal hasse ich Flash Player. Ja. Hallo? Ja, Hallo.
vielleicht auch irgendwann mal was. Nun ja, also Leute, das ist eben so, wie wir eben Skyrama spielen, wie ihr sicherlich zu Hause auch mal, wenn es regnet, Skyrama spielt. Da hat man nicht immer eine Stimmung, bei der man gleich tanzen möchte, wenn ihr es versteht. Oh, warte, ich muss noch mal kurz weg. Und da gut, bin ciao. Ich auch wieder in der Aufnahme. Jetzt noch schnell alles hier wegräumen, weil ich muss gleich zur Nachhilfe. Schöne Herzen. Ja, auf den warte ich jetzt auch noch, auf den Cargo. Auch wieder im Fenstermodus, wie ich das hasse. Gut, dann warte ich jetzt nur noch auf den Cargo und den XS Turbo werde ich dann offline machen. Und juhu, wieder ein Souvenir von Souvenirs oder so Fernes, man kann sich daran auch gewöhnen. R-Coins. Ja, Leute, ihr solltet mir nicht nur in die Kommentare schreiben, was ich mir für die Aircash kaufen soll. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, was ich mir für die Aircoins kaufen sollte. Ein Hotel vielleicht. Ich hätte Geld für so ein schönes, mittelgroßes Hotel 2. Oder für ein... Ich würde dir erstmal raten, zu warten, was die Quests verlangen, weil wenn du die Quests sehr lange verfolgst, die werden dir schon dein Inventar zuklumpen mit Scheiß, was du eigentlich nicht brauchst. Die werden dann zum Beispiel sagen, hier kauf das und das. Würde ja. Ich einfach mal sagen, du wartest einfach, bis die Quests es verlangen. Guter Tipp. Ich sag trotzdem mal an die Zuschauer, ihr dürft das gerne entscheiden, wenn ihr da einen besonderen Wunsch habt. Und wenn nicht, dann warten wir auf die großen Quests. Bei mir werde ich jetzt noch meine Burgerbude auffrischen mit leckeren Brötchen ohne Fleisch. Naja, das kommt aber auch noch alles. Und dann werde ich auch die Aufnahme mal beenden. Ich kann sie jetzt noch nicht beenden. Ich finde das einfach jetzt nicht gut. Ich brauche noch 3 Flugzeuge starten, dann habe ich die tägliche Quest erfüllt. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich sie nach Südamerika starten muss. 3 Flugzeuge noch, das ist gar nicht mal so viel. Nö, eigentlich nicht. Sind eigentlich jetzt alle bei dir draußen? Bis auf die 3 da auf meinen Parkplätzen, ja, alle draußen. Dann sage ich einfach jetzt schon mal tschüss und ich werde dann noch etwas bei der Aufnahme vom Quaffdalk halt noch labern. Guten Tag. Ja, da. Ja, dann ciao mit auf, mein Lieber. Oder besser ciao mit auf für deine Aufnahme. Oha, ihr geht ja weg. Fertig. Aber wenn ich ja richtig bin, nochmal um tschüss zu sagen. Ja, guten Tag. Du weißt schon, dass mit meinen noch weitergeht, oder? Ja gut, aber zu CIG kann ich schon mal tschüss sagen. Also ich sag jetzt erstmal schon mal tschüss und ich laber dann nochmal beim Quaff-LK nochmal was auf die Aufnahme. Tschüss.